Kein Amt in Sicht und doch im Rampenlicht. Kaum Pflichten, aber Privilegien. Was veranlasst die Geschwister der Thronfolge auszusteigen? Welches Leben erwartet einen Royal außer Dienst? Prinzen und Prinzessinnen, Aussteiger aus Europas Königshäusern. Er hat das Zeug zum Superstar. Er kann Stadien füllen und die Herzen der Menschen berühren. Let's make some noise for His Royal Highness, the Duke of Sussex! Prinz Harry, Herzog von Sussex, berühmt und bewundert. Hello, Widow. Mit den besten Absichten für eine bessere Welt. Be honest. Seid ehrlich. Traut euch was. Und ihr verändert die Welt. Traut euch, die beste Generation aller Zeiten zu sein. Ich will mal meine Frau auf die Bühne holen. Seine Frau Meghan. Amerikanische Schauspielerin, überzeugte Feministin, eine gestandene Frau. Die beiden hatten ein Riesenpotenzial. Die Hoffnung der königlichen Familie, der Queen und auch der Öffentlichkeit war, dass die beiden als echte Superstars der Krone für eben die Anliegen stehen, für die sie sich auch schon stark gemacht haben. Themen wie Frauenförderung und Gleichberechtigung. Harry schien angekommen. Er hatte seine große Liebe und Erfüllung in seiner Aufgabe gefunden, als Botschafter für die Krone. Das Paar spricht neue Kreise an, die mit dem Königshaus bislang nicht viel anfangen konnten. Ein Mehrwert für die Monarchie. Doch das Projekt Harry und Meghan scheitert. Also zunächst muss man sagen, dass ihnen alle Möglichkeiten offen standen. Also die Königin hat ihnen schon ein paar Posten gegeben, wo sie hätten strahlen können. Dann glaube ich ehrlich gesagt auch, dass ihm seine Frau so ein bisschen eingeredet hat, wir sind eigentlich eine neuere, modernere Version der Royals. Und damit sind sie so ein bisschen gegen die Wand gerannt, auch im Buckingham Palast, weil die natürlich gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, Moment mal, wir haben hier eine traditionelle Reihenfolge, die Königin, da kommt der Thronfolger und der zweite Thronfolger. Jetzt drängt euch hier jetzt nicht auf. Die Hierarchie gilt es einzuhalten. Harry ist halt nur ein Ersatzerbe der britischen Krone. William, die Nummer 1, ist der King of the Castle. Harry, die Nummer 2, der Dirty Rascal. Als Schlossherr und Flegel beschreibt ein englisches Sprichwort die traditionelle Rollenbesetzung von Königskindern. Dass Harry unter seiner Rolle als Prinz leidet, ahnt man nicht. Ein Leben auf dem Präsentierteller, von Kindesbeinen an. Die Ehe der Eltern scheitert. Seine Mutter Diana kommt bei einem Autounfall ums Leben. Der wichtigste Halt wird sein älterer Bruder. Beide Jungen werden gleichberechtigt auf die Pflichten in der Institution Königshaus vorbereitet. Als alleinerziehender Vater schickt Charles auch seinen jüngeren Sohn Harry auf das Elite-Internat Eton. Diese Entscheidung wurde nach dem Tod seiner Mutter Diana getroffen. Harry war sehr jung. Man darf nicht vergessen, dass er erst 12 Jahre alt war. Er war verletzlich. Deshalb sollten beide Brüder zusammen die Schule in Eton besuchen. Harry sollte bei William sein in diesen wichtigen Jahren, nachdem sie ihre Mutter verloren hatten. Über sein seelisches Leiden spricht Harry erst heute. Öffentlich arbeitet er das Trauma vom tragischen Tod seiner Mutter auf und wirft der Königsfamilie fehlende Empathie vor. Er habe versucht, sich zu betäuben. Dank professioneller Hilfe und dank Meghan habe er einen Weg zurück ins Leben gefunden. In einem Interview mit Oprah Winfrey macht er dem Königshaus schwere Vorwürfe. Egal, was gerade passiert ist. Wenn die Eskorte vorfährt und der Wagen anrollt, musst du parat sein. Du wischst dir die Tränen weg, schüttelst ab, woran du gerade denkst und spielst dein Spiel. Diese Aussage gibt einen sehr guten Einblick, wie Harry sich jahrelang gefühlt hat. Er habe eine Maske aufgesetzt.
Wahrscheinlich hat ihn die offizielle Seite des königlichen Lebens schon viel länger belastet, als wir es alle dachten. William und Harry sind sehr unterschiedliche Charaktere. Zweifelsohne hat der Verlust ihrer Mutter beide tief geprägt. William hat gesagt, dass es ein Schmerz ist, der nie vergeht. Ein Schmerz, den er jeden Tag spürt. Aber ich glaube, dass er durch sein Familienleben anders damit umgehen konnte. Harry findet zunächst Halt bei den britischen Streitkräften. 10 Jahre lang dient er. Zweimal ist er in Afghanistan an der Front. Zuletzt als Hubschrauber-Copilot im Range eines Captains. Man möchte meinen, dass er bevorzugt wurde. Aber nein. Die Taliban machen keinen Unterschied, wer da aus dem Flugzeug steigt. Alle sitzen im selben Boot. Alle sind denselben Gefahren ausgesetzt. Eines Morgens bei einer Patrouille rannten wir auf ein Gelände zu, als eine Bombe hochging. Im nächsten Augenblick lag ich auf dem Boden. Mein rechtes Bein war weg. Nur mein Schienbein ragte heraus, ohne Fuß. Und mein linker Arm hing herunter. Ben verliert Arm und Bein. Harry ist an Bord, als er ausgeflogen wird. Später besucht Harry ihn in der Reha, trifft sich immer wieder mit Ben und anderen Kriegsversehrten. Auf ihn wurde genauso geschossen wie auf uns. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen, er auch. Er sprach mit uns auf Augenhöhe. Von da an lernte das ganze Land zunehmend diese Seite von Harry kennen und zollte ihm Respekt. Harry will etwas für Kameraden wie Ben bewegen. Die Invictus Games, eine paralympische Sportveranstaltung, hat er ins Leben gerufen. Einmal im Jahr treten kriegsversehrte Soldaten aus zahlreichen Nationen zum Wettkampf an. Er ist der beste Repräsentant für Kriegsversehrte und Veteranen, weil er einer von uns ist. Er hätte ja auch einfach zurückkommen und sagen können, ich habe meinen Teil getan. Aber er hat all das aufgebaut. Es ist sein Wille, Menschen wie mir eine zweite Chance im Leben zu geben. Die Chance, sich beweisen und erfolgreich sein zu können. Harry beweist Humor, als er via Instagram mit einem fiktiven Chat prominente Unterstützung ankündigt. Mit Rockmusiker John Bon Jovi und einem Chor der Invictus Games spielt Harry in den legendären Londoner Abbey Road Studios den Hit Unbroken als Hymne für die Invictus Games ein. Du wirst singen, der Chor wird singen. Singt Prinz Harry auch? Was spielt er? Das Tambourin? Ich habe schon überlegt, wie ich ihn jetzt nenne. Wie wäre es mit The Artist formerly known as Prince? I love it. We were taught to shoot our rifles, men and women side by side. Die Chemie zwischen Rockstar und Royal stimmt. Er ist ein wunderbarer junger Mann, der seinem Land mit und ohne Uniform gedient hat. Ein besonderer Kerl. Mit Meghan hat er eine Frau, die seine Ideale teilt. Aber sie hat Schwierigkeiten, sich in das System Königshaus einzugliedern. Auch Harry hadert zunehmend mit seiner Bestimmung. Gefangen im System sei er. Ein Vorbild, das keine Schwäche zeigen dürfe. Er spürte die Herausforderungen des Prinzendaseins. Im Fokus der Medien und der öffentlichen Meinung. Jahrelang hat er versucht, seine Gefühle zu unterdrücken. Er kämpfte damit, ein Prinz zu sein und im Rampenlicht zu stehen. Es gab Anzeichen, dass das königliche Leben für Harry nicht das Richtige war. Er sehnte sich nach mehr Normalität. Ein Gefühl, das Meghan ihm gibt. Er will sie schützen vor dem Druck der Krone und der Kritik der Medien. Auf einer Afrika-Reise im Auftrag der Queen im Herbst 2019 macht Harry seinem Ärger Luft. Natürlich tut uns das weh.
Vor allem, wenn das meiste einfach nicht stimmt. Ich lasse mich nicht dazu treiben, das Spiel mitzuspielen, das meine Mutter getötet hat. Anfang 2020 schockieren Harry und Meghan mit ihrem Rückzug nach Amerika. Man wolle eine fortschrittliche neue Rolle für das Königshaus übernehmen und arbeiten, um finanziell unabhängig zu sein. Dem schiebt der Palast einen Riegel vor. Die beiden Aussteiger überwerfen sich mit der königlichen Familie. Als Maxit macht der Austritt Schlagzeilen. Der Maxit ist eigentlich ein völlig normaler Vorgang, der zu einem Riesenmedienphänomen wurde, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Denn was bei Harry und Meghan das Problem war, sie wollten, wie man auf Englisch sagt, they wanted to have the cake and eat it. Die wollten beides. Sie wollten den Status als royale Prinzen und mit Glamour-Faktor und Privatjet und alle machen ihnen den Hof um die Welt reisen. Gleichzeitig wollten sie aber Privatleute sein. Sie wollten selber bestimmen, womit sie ihr Geld verdienen und nicht vorher anfragen müssen im Palast. Das ist natürlich so, wenn du irgendwo arbeitest. Und musst du dich auch in das System einfügen. Das System hat seinen Preis, vor allem für die Zweitgeborenen. Das hat die Geschichte der Windsors immer wieder gezeigt. Wenn Briten in den 1950er Jahren von den Royals träumten, dann wünschten die Frauen, die Queen käme zum Tee. Und die Männer, dass sich Prinzessin Margaret in sie verliebe. Margaret, die lebenslustige Schwester der Queen. Ihr Herz gehört dem verheirateten Fliegeroffizier Peter Townsend. Für Margaret will er sich scheiden lassen. Damals ein Skandal. Die Queen und die Regierung stellen Margaret vor die Wahl. Liebe oder Status. Margaret ringt und fügt sich, wie es von ihr erwartet wird. Für die Pflicht, für die Krone. Sie hatte eigentlich nur die Nachteile, nicht die Vorteile. Sie wurde nicht zur Königin berufen, musste aber trotzdem sehr strenge Regeln befolgen, weil sie die Schwester der Königin war. Es war wirklich unerträglich für sie. Nach heutigen Maßstäben ist die Beziehung mit Peter Townsend kaum der Rede wert. Sie ist in einen Mann verliebt, der sie scheiden lassen und ein neues Leben mit ihr beginnen will. Heute würden wir das normal finden. Damals war das ein gigantischer Skandal. Eine Generation später sind Scheidungen selbst in der Königsfamilie normal. Die Zweitgeborenen auf der Reservebank für den Thron sorgen heute für andere Skandale. Ich glaube, für die Zweitgeborenen ist es oft sehr, sehr schwer, dass du am Anfang sehr nah bist am Thron. Und je älter du wirst, desto mehr entfernst du dich, auch in der Rangfolge. Weil dein älterer Bruder bekommt plötzlich Kinder, plötzlich sind die im Mittelpunkt. Das ist ja Prinz Andrew auch geschehen. Also Prinz Andrew würde man heute nicht mehr als eine zentrale Figur der Royal Family sehen. Aber vor 20 Jahren war er der jüngere Bruder des Thronfolgers und war natürlich in London in aller Munde und war sogar eine zentrale Figur. Heute ist er fast so eine traurige Gestalt am Rande, die einem peinlich ist, wenn sie beim Familienfest auftaucht. Prinz Andrew war die Nummer 2. Inzwischen findet er sich auf Platz 9 in der Thronfolge. Einst als Held des Falklandkriegs gefeiert, lernt die Welt Andrew später von einer anderen Seite kennen. Die schlagzeilenträchtige Scheidung von seiner Frau Fergie. Wechselnde Begleitungen, kostspielige Dienstreisen. Ein prominentes Umfeld verschafft ihm Annehmlichkeiten. Der traurige Höhepunkt, sein Kontakt zu Jeffrey Epstein, einem verurteilten Sexualstraftäter. Ich erinnere mich, dass Prinz Charles es einmal auf den Punkt gebracht hat. Er sagte zu einem Palastangestellten, das Problem mit meinem Bruder ist, dass er ich sein will. Da ist viel Wahres dran. Andrew sah sich in einer Lebenswirklichkeit ohne eine bedeutungsvolle Rolle, die die Öffentlichkeit respektieren würde. Heute ist er praktisch ein Aussätziger. Er hat alle königlichen Engagements niedergelegt und niemand weiß, ob er jemals in das Vollzeitleben eines Royals zurückkehren kann. Kein Königshaus Europas lässt mehr Familienmitglieder für die Krone arbeiten als das britische.
die meisten nur als Backup für die Thronfolge. Ich glaube, das altmodische Modell, dass sozusagen die Großfamilie, die wächst immer wieder und jeder gehört irgendwie dazu und am Ende hast du lauter Prinzen und Prinzessinnen, die unbeschäftigt, aber sehr wohlhabend durch die Welt laufen und plötzlich Skandale machen oder was auch immer. Dieses Modell ist sehr schön und altmodisch, sozusagen der französische Hof Versailles auf heute. Wahrscheinlich funktioniert das nicht mehr. Wahrscheinlich müssen die kontinentaleuropäischen Könige, die Engländer mal zu einer Therapiesitzung einladen und sich mal im Stuhlkreis hinsetzen und Erfahrungen austauschen. Vorbild könnten die Niederlande sein, die erst seit 200 Jahren ein Königreich sind. Adel und Elite haben hier keine Tradition und sind auch nicht jedermanns Sache. Ein Leben daneben, abseits der höfischen Verpflichtungen, haben die jüngeren Söhne von Königin Beatrix erfolgreich vorgelebt. Friso, Topmanager eines Nukleartechnologieunternehmens. Und Konstantin, Berater für Unternehmensinnovationen und Start-ups. Von den sogenannten Überschuss-Royals auf der Reservebank erwarten die Menschen natürlich, dass sie sich königlich verhalten und allen offiziellen Verpflichtungen nachkommen. Aber in den Niederlanden, wie auch in anderen Ländern, wird schlichtweg vorausgesetzt, dass sie sich einen Job suchen und ihr eigenes Geld verdienen. Für begabte junge Menschen ohne Aussicht auf die Krone können die Mauern des Palastes schnell zu eng werden. Das war den Eltern Beatrix und Klaus bewusst. Der Erstgeborene, Willem Alexander, ist bestimmt für den Thron. Die jüngeren Söhne bekommen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Also natürlich haben Beatrix und Klaus, und auch Klaus, der war natürlich ein intellektueller Mann, sie war auch sehr intellektuell, und die haben gesagt, unsere Kinder müssen einfach gut ausgebildet werden. Man weiß ja nie im Leben, aber auch damit sie eine Erfüllung finden im Leben. Ich meine, die müssen doch was machen. Der Friso hat über seine Mutter gesagt, meine Mutter musste immer lachen, lachen, lachen. Und ich habe dann damals schon gedacht, da war er 20, das könnte ich nie. Der war dabei und er hat gemacht, was man machen muss. Und grüß Gott, und wir schütteln die Hand oder nicht, oder so. Fotos machen. Wurde gemacht, natürlich. Nein, er hat schon alles mitgemacht, ja. Unternehmen Königshaus, ein Familienbetrieb und eine Lebensaufgabe, zumindest für die Monarchin und ihren Thronfolger. Im Schatten von Willem Alexander genießen die jüngeren Brüder mehr Freiheiten. Jij bent? Alexander. Das ist der Oudste? Ja. En jij bent de tweede? Nee, hij is de tweede. Ben jij de tweede? Nee, hij is de tweede. Ja, dat weet ik niet. Wie houdt me voor de gek? Hij is 12 jaar. Hij is 11 jaar. Hij is bijna 13 jaar. Hij is 11 jaar. Dus hij houdt u voor de gek. Goed. Ik ben nou 10. Dit is Alexander. Huh? Dit is? Friso. Friso. En dit is? Constantijn. Goed zo, jongens. Nou. Es gibt da ein sehr schönes Zitat von Willem Alexander, der hat mal erzählt, als sie noch jung waren, da hatte er einen Freund bei sich zu Besuch und dann kam es zu so einer freundschaftlichen Rauferei und dann hat Friso dem Freund zugerufen, hey, du kannst ihn ruhig zusammenschlagen, aber lass ihn leben, ich will nämlich nicht König werden. Also seine Haltung zur Monarchie ist immer die gewesen, Gottlob, ich möchte das nicht machen. Wenn es allerdings hart auf hart gekommen wäre, dann hätte er bereit gestanden. Das hat er auch immer klar gemacht, also er war da loyal. Für den Fall der Fälle lässt er sich zusätzlich zu seinen eigenen Studien unterrichten in Staatsrecht und Geschichte. Friso ist das Genie der Oranier. Ein Überflieger mit 2 Uni-Abschlüssen in Luft- und Raumfahrttechnik und Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Studium startet er durch bei den renommiertesten Adressen im Investmentbanking und Consulting. Bei McKinsey, denken Sie, dass Sie da als gewöhnlicher Mensch untertauchen können? Untertauchen gelingt mir wohl nie, aber normal funktionieren schon. Friso stand nicht gerne im Rampenlicht. Er zog es vor, seine Arbeit im Hintergrund zu erledigen. Er war ein selbsternannter Mentor von Willem Alexander in dessen Zeit als Kronprinz, worüber Willem Alexander selbst nicht sehr glücklich war.
Er war auch der Bankier der Oranier, so wurde er in der Familie genannt. Er hatte ein Auge auf die Geldangelegenheiten der Familie. Er wirkte im Hintergrund und damit fühlte er sich sehr wohl. Friseau zeigt, wie sich Karriere und Königshaus miteinander vereinbaren lassen. Ein Ausnahmeprinz unter den Royals Europas. Ich wurde von der BBC angerufen, um einen Kommentar abzugeben, als Prinz Harry seinen Rückzug bekannt gab und die Absicht, Geld zu verdienen. Das ist ja genau das, was Prinz Konstantin und Prinz Friso gemacht haben. Zu besonderen Anlässen waren sie für das Königshaus da. Aber ansonsten sind sie Privatpersonen und verdienen ihr eigenes Geld. Freelancer fürs Königshaus. Das ist das niederländische Erfolgsrezept für die nachgeborenen Familienmitglieder. Erst im Vorfeld seiner Hochzeit wird Friso vor die Wahl gestellt. Thronfolge, ja oder nein? Zunächst scheint seine Braut eine gute Wahl. Die Bankierstochter Mabel Wisse-Smith ist eine Akademikerin aus angesehenem Hause. Ich bekomme mit Mabel eine sehr liebe und begabte Schwiegertochter. Sie hat auf sehr natürliche Art ihren Platz in unserer Familie erobert. Eine Hürde ist noch zu nehmen. Mabel muss sich auch aus Sicht des Parlaments für die Ehe mit Friso qualifizieren, damit er seinen Platz in der Thronfolge behält. Bereitwillig gibt sie der Regierung Auskunft über ihre Vergangenheit. Doch ein Detail kommt erst durch den Kriminalreporter Peter de Vries ans Licht. Guten Abend, willkommen bei ein hagelnieuwe Reeks. Ihre freundschaftliche Beziehung mit Klaas Brownsma, dem einst berüchtigten und inzwischen ermordeten Amsterdamer Drogenboss. Eine flüchtige Bekanntschaft hatte Mabel die Regierung glauben machen wollen. Ich habe ein ums andere Mal nach Brownsma gefragt. Wie es scheint, waren die Informationen unvollständig und unrichtig. Wenn die Unwahrheit gesprochen wird, ist dagegen kein Kraut gewachsen. Mabel Gate, wie der Fall in den Medien heißt, wird zur Staatsaffäre und kostet Friso seinen Platz in der Thronfolge. Aus Liebe zu Mabel verzichtet er auf die Zustimmung des Parlaments zur Hochzeit und steigt damit aus dem Königshaus aus. Kein einfacher Schritt. Man wächst auf mit dem Gedanken, dass man, wenn alles wie geplant verläuft, in der Thronfolge steht. Das ist auch der Grund, warum wir, ungeachtet verschiedener Überlegungen, letztes Jahr um Zustimmung des Parlaments gebeten haben. Und dann muss man doch akzeptieren, dass man nicht mehr dabei ist. Sowas war in der 200-jährigen Geschichte der niederländischen Monarchie noch nie vorgekommen, dass sich ein Mitglied der Königsfamilie um die Genehmigung des Parlaments für eine Heirat bemüht und diese nicht bekommen hatte. Das war schon ein Ding, sage ich mal. Und ebenso beispiellos war die Schärfe, in der der Konflikt vor allem von Seiten der Regierung ausgetragen wurde. Friso geht. Unfreiwillig, aber nicht unglücklich. Mit seiner Heirat am 24. April 2004 verliert er auch seinen Status als königliche Hoheit. Ich weiß doch, er hat stur vor sich hingestarrt. Und das fand ich so komisch. Vielleicht hat er dann gedacht, jetzt gehe ich, in diesem Moment bin ich raus. Also quasi in dem Moment gerade er seine Position als königlicher Prinz des Hauses Oranien, als Thronfolger in dem Moment verliert. Ein Übergang ist das jetzt, ein sehr wichtiger Übergang. Er ist geboren als solcher und jetzt ab dem Tag ist er das nicht mehr. Es ist der Auftakt in ein Leben als Privatmann. Ob es eine Befreiung war, ja, vielleicht ja, wahrscheinlich eine an einer Seite ja. Ich denke, das ist bei ihm auch zwei Seelen in seiner Brust. Das ist wahrscheinlich öfters bei diesen Zweitgeborenen, dass die immer ja oder nein, links oder rechts, hin oder her. Das ist ja ihr Los irgendwie. In London schlagen Friso und Mabel ihre Zelte auf. Sie führen ein bürgerliches Leben als berufstätiges Ehepaar mit zwei Töchtern. Unter dem Namen Mr. Orange macht der Prinz von Oranien Karriere. Mit Anfang 40 steigt er auf zum Finanzgeschäftsführer eines Nukleartechnologieunternehmens.
Mehr denn je wollte Friso beruflich erfolgreich sein, was er auf traditionellem Weg als Prinz nicht konnte. Und er hatte Erfolg als Geschäftsmann. Friso hatte das Bedürfnis, der ganzen Welt zu beweisen, wozu er fähig war. Dass er aus eigener Kraft erfolgreich war. Denn oft ist es ja das, was man einem Prinzen vorwirft. Man muss nur geboren werden und dann ist das Leben ganz einfach. Nein, in diesem Fall verhält es sich anders. Für Familienfeiern und Stiftungsarbeit kehrt Prinz Friso regelmäßig in die Niederlande zurück. Zur Freude seiner Landsleute. Der Job und die Familie sind sein Lebensinhalt. Einmal im Jahr trifft sich die ganze Königsfamilie zum Skilaufen im österreichischen Lech. Königin Beatrix mit ihren Kindern, Schwiegerkindern und Enkelkindern. Eine Familientradition seit den 1960er Jahren. So auch 2012. Am 17. Februar bricht Friso mit einem Freund zu einer Skitour auf, abseits der gesicherten Pisten. Eine Lawine löst sich und begräbt den Prinzen unter sich. Erst nach 20 Minuten kann er geborgen werden. Er ist bewusstlos. Das war natürlich ein Schock, denn für Friso hatte ich, wie praktisch alle Niederländer, würde ich mal sagen, große Sympathien. Friso liegt im Koma. Die Ärzte sprechen von irreparablen Hirnschäden. Ich kann mich noch sehr gut an diese Stimmung erinnern. Alle waren schockiert. Und in diesem Fall ist ja eigentlich das schlimmste Unglück passiert, was man sich vorstellen kann. Ein Unglück, das aus Sicht von Beatrix das eigene Kind getroffen hat. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das werden alle Eltern bestätigen. Bei einer Rede im Dezember 2012, die Constantijn anstelle seines Bruders Friso hält, lässt er in die Herzen der Familie blicken. Sehen Sie das Podium dort drüben? Es ist nutzlos, weil ich hier stehe. Es sieht aus wie ein Mahnmal, das wir mit Blumen schmücken. Oder wie ein Sockel für ein Kunstwerk. Aber für mich heute symbolisiert es einen leeren Raum. Einen leeren Raum, wo mein Bruder stehen sollte. Am 12. August 2013, 18 Monate nach dem tragischen Lawinenunglück, stirbt Friso. En hoe vertrouwde zijn omgeving. Unterstützt von seinen Eltern hatte Friso den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. In ein erfülltes Leben, das viel zu früh endete. Der Preis für den Ingenieur des Jahres trägt Frisos Namen. Er wird verliehen an Ingenieure, die sich durch Kompetenz, Innovationsfähigkeit, soziale Verantwortung und Unternehmertum auszeichnen. Ganz im Geiste Frisos, der sein Leben lang auch einfach nur nach seinen Leistungen beurteilt werden wollte. Friso wollte einfach sein eigenes Ding machen, sein eigenes Leben leben. Und das hat er ja dann eigentlich auch getan. Man könnte ja sagen, er ist als niederländischer Prinz geboren worden und er ist als Londoner Manager gestorben. Die Aussteiger aus einem Königshaus bewegen sich auf einem schmalen Grat. Sie genießen die Freiheit. Aber das historische Erbe werden sie nicht los. Wenn Norwegens Königsfamilie die Royals Europas zum Stelldichein bittet, Monarchen und Thronfolger sich die Ehre geben, sorgt eine für Farbe auf dem königlichen Parkett. Prinzessin Märtha Louise von Norwegen. Die Menschen interessieren sich für sie, weil sie die Tochter des Königspaars ist, weil sie auf eigenen Beinen steht und es wagt, offen zu sein. Aber ich glaube auch, dass sie immer diesen Ballast mit sich trägt. Denn sie weiß, wie viel es den Menschen bedeutet, dass sie aus der Königsfamilie stammt, die allen Norwegern so nah ist. Kaum ein Königshaus erfreut sich größerer Popularität als das norwegische. Geschätzt für Volksnähe und Offenheit. In Märtha, der ersten Doku-Soap, die je über einen Royal entstanden ist, gewährt Märtha Louise Einblicke in das Leben als Prinzessin. Jedes Mädchen träumt davon, Prinzessin zu sein.
dass die Eltern König und Königin sind und sie ein Leben führen in Luxus. Hey. Hey, der Matthias. Alle Fahrer fährt du? Der fährt du, ja. Oh ja, der Matthias. Na klar, geht's zu mir. Mein Traum war das Gegenteil. Ich träumte davon, normale Eltern zu haben. Sie sah sich immer in einer schwierigen Lage. Und damit geht sie auch sehr offen um, nämlich als Teil der königlichen Familie aufzuwachsen, durch die Pubertät zu gehen und herauszufinden, wer sie ist. Das ist sehr schwierig, wenn man in diesen widersprüchlichen Rollen steckt. Sie habe sich wie zwei Personen gefühlt. Es gab die Prinzessin und den Menschen Märtha Luise. Wie ihr Bruder Håkon, der dem Vater auf den Thron folgen wird, hat Märtha Luise eine exponierte Stellung in der norwegischen Gesellschaft, aber kein Ziel vor Augen. Für sie ein Dilemma, wie sie einmal gesteht. Ich hatte alles. Ich hatte kein Recht, mich schlecht zu fühlen in meinem privilegierten Leben. Nicht diesen klaren Weg vor Augen zu haben. Den Thron zu erben, macht es natürlich schwierig. Und doch, als wir mit Märtha sprachen, sagte sie, dass sie den Thron nie gewollt hat. Es war ihr Recht, dass ihr Bruder der Thronfolger war. Der Reitstall wird ihr zweites Zuhause. Den Pferden ist ihr Status als Prinzessin egal. Mehrere Jahre tritt Märtha Luise im Springreiten für die norwegische Nationalmannschaft an. Es ist wirklich schön, sie mit ihren Pferden zu beobachten, um mit diesen riesigen Tieren zu kommunizieren. Und sie zum Springen zu bewegen, muss man genau wissen, was man tut und das Tier verstehen. Wirklich beeindruckend, das zu erleben. Auch wie sie mit ihren Töchtern zusammen diese Leidenschaft teilt. Okay, wer war von dir? Ja, ich kann nur acht. Die Mutter dreier Töchter steht mitten im Leben. Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin und verdient ihr Geld als Autorin esoterischer Bücher und spiritueller Life Coach. Sie bietet Webinare an, Kurse im Internet. Do you often take in other people's emotions or pains? Do you feel that you get drained around other people? Den Schritt in ein selbstbestimmtes Leben geht sie 2002. Highly sensitive. Als sie den norwegischen Szenekünstler Ari Behn heiratet. Die Hochzeit öffnet ihr die Tür in ein bürgerliches Leben. Freie Meinungsäußerung, freie Berufswahl und einkommenssteuerpflichtige Einkünfte inklusive. Auf eigenen Wunsch tritt sie aus dem Königshaus aus. Es war so, dass sie durchaus ihre Aufgaben hatte. Auch sie hatte Pflichten für das Königshaus und für Norwegen wahrgenommen. Als sie die Entscheidung traf, auszuscheiden, tat sie es auch, weil es ihr fast unmöglich war, zu bleiben. Das lag am Geld. Für das, was man von ihr verlangte, war die Apanage ziemlich dürftig. Rund 20.000 Euro im Jahr hätte sie verdient. Das war der Gegenwert für die Ausübung der höfischen Pflichten und das Leben als Prinzessin. Sie lehnt ab, will auf eigenen Beinen stehen. Mit dem Mann, den sie liebt. Märtha Luise und Ari Behn, zwei Freigeister, die ihren Lebensunterhalt bestreiten mit immer neuen unternehmerischen Abenteuern. Märtha Luise verfasst Kinderbücher, inspiriert von ihrem eigenen Leben als Königstochter. Auch im Fernsehen ist sie zu sehen. Als Märchenerzählerin. Als ich klein war, habe ich es geliebt, wenn mir jemand vor dem Schlafengehen Märchen vorlas. Und jetzt will ich dir eines davon vorlesen. Zunehmend wendet sie sich der Suche nach spiritueller Erfüllung zu und findet sie im Dialog mit Engeln,
Was von den Norwegern zunächst als liebenswerte Träumerei abgetan wird, sorgt bald für Zündstoff, als sie eine Engelsschule gründet. Als Prinzessin von Norwegen verdient sie Geld durch Handauflegen und verspricht Begegnungen mit Schutzengeln. Die Öffentlichkeit ist empört. Sie missbrauche ihren Titel. Seien wir ehrlich. Wenn Sie morgen eine Schule eröffnen, um Ihren Engel zu treffen, wird das nicht die gleiche Wirkung haben wie bei einem Prinzen oder einer Prinzessin. Man muss jedoch lernen, diesen Trumpf richtig auszuspielen. Das Problem ist, dass Ihr Verhalten immer auf die königliche Familie zurückfällt. Sie muss also aufpassen, dass sie nicht zu weit geht, um dem Image der königlichen Familie nicht zu schaden. Die Königsfamilie lässt nie Zweifel daran, dass sie hinter Märtha steht. Bei allen Familienfesten sind Märtha und Ari gern gesehene Gäste und geben ein harmonisches Bild ab. Umso überraschender die Nachricht 2016, dass sich das Paar getrennt hat, nach 14 Ehejahren. Märtha und Ari waren ein Paar, das alle interessierte. Jeder hat sie sehr genau verfolgt und an ihrem Leben teilgenommen. Ari Behn war ein fantastischer Farbtupfer und gleichzeitig ein sehr emotionaler Typ, der auch mal Klartext sprach, was man so in Norwegen nicht gewohnt war. Weihnachten 2019 erschüttert die Nachricht von Ari Behns Selbstmord die Nation. Er litt an Depressionen. In seiner Neujahrsansprache erinnert König Harald mit rührenden Worten an seinen früheren Schwiegersohn. Die zurückbleiben, müssen weiterleben. Ärmer, ohne den, den sie liebten. Bei der Trauerfeier wendet sich die damals 16-jährige Maud Angelika an Menschen, die wie ihr Vater seelisch krank sind. Du kannst Hilfe bekommen und die Dinge können besser werden. Alle in dieser Welt verdienen Liebe und Freude. Du auch. Ich bitte dich mit meinem ganzen Herzen, meiner Seele und meinem Körper, frag nach Hilfe. Das ist Stärke, keine Schwäche. Ganz Norwegen hat die Trauerfeier verfolgt. Das Einzigartige an ihrer Rede ist, dass sie plötzlich die Gelegenheit nutzt, um das Wort an andere Menschen zu richten. Menschen, die sich in der gleichen Situation befinden, die depressiv sind und psychische Probleme haben. Da stellt sie sich hin, um an sie zu appellieren. Das hat vielen Menschen sehr viel bedeutet. Auch als privater Royal kann man etwas bewegen. Dafür stehen Märtha Louise und ihre Töchter. Für ihre ehrlichen Worte wird Maud von der Notfallpsychiatrischen Konferenz ausgezeichnet. Das Magazin Tara verleiht ihr den Preis als tapferste Frau des Jahres. Bei der Gala mit dabei Märthas neuer Lebensgefährte, der Amerikaner Derek Verrett. Ein Schamane. Über Kontakte zur Geisterwelt setze er heilende Kräfte frei, heißt es. Gemeinsam veranstalten sie den Workshop Die Prinzessin und der Schamane und ernten Kritik. Märtha nutze ihren Prinzessinnentitel für PR-Zwecke in Dereks Namen, schreibt die Presse. Ihre Herkunft kann sie nicht verleugnen. Sie beschließt, im beruflichen Kontext ihren Titel abzulegen. Dort begegnet man ihr nur noch als Märtha. Mit Kritik kann sie inzwischen umgehen. Natürlich gibt es Kritik. Mein ganzes Leben lang gab es das. Macht dich das wütend? Ich bin eher überrascht. Ah, diesmal regen sie sich hierüber auf. Interessant. Und wir lachen darüber. Es geht schon. Es ist nicht einfach, zwischen privatem und öffentlichem Leben zu unterscheiden, wenn man eine Prinzessin ist. Selbst wenn sie sich entscheiden, das Königshaus zu verlassen und ihre Privilegien aufzugeben, selbst wenn sie arbeiten und Steuern zahlen. Okay, dann sind sie wie jeder andere und doch nicht. Weil sie immer noch Prinzessin sind.
Alles, was sie tun, wird immer mit Misstrauen beäugt. Wegen ihres Titels, wegen ihres Namens, wegen ihrer Prominenz. Die prominentesten Einwohner Kaliforniens mit dem klangvollsten Namen, der Herzog und die Herzogin von Sussex. In Montecito, einem Küstenstädtchen 1,5 Autostunden von Los Angeles entfernt, wagen Harry und Meghan den Neuanfang. Wann immer ich mit Harry zu tun habe, macht er einen zufriedenen Eindruck. Ihre Lebenswirklichkeit heute ist ein Spiegelbild dessen, was sie durchgemacht haben. Sie sind auf Distanz zu Großbritannien, wo es ja eine Menge Kontroversen gibt. Und die Tatsache, dass sie in Montecito sind, schafft ihnen ein Umfeld, in dem sie mehr Einfluss haben können als in Großbritannien. Dr. Doty unterstützt Harry und Meghan beim Aufbau ihrer Stiftung Archwell. Sie setzen sich vor allem ein für psychische Gesundheit, Mitmenschlichkeit und Frauenrechte. Sie handeln jetzt in Eigenverantwortung und beziehen dabei auch gezielt Positionen zu politischen Fragen, was ihnen als Mitglieder des Königshauses nicht erlaubt war. Just imagine how many lives could be saved. Vor allem bei jungen Leuten stoßen sie auf Begeisterung mit ihren Themen. Als er nach Amerika ging, war das schon traurig. Denn wir sind sein Land, wir sind seine Leute. Aber in Amerika sitzt er auch nicht einfach hinter verschlossenen Türen. Die Leute vergessen, dass er für sein Land gekämpft und viel Geld für wohltätige Zwecke aufgebracht hat. Er hat Millionen Menschen inspiriert, die Invictus Games initiiert und das Leben vieler Leute verändert. Selbst wenn er sich jetzt zur Ruhe setzen würde, hat er mehr getan als 99% aller anderen. Harry ist den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, der vielleicht schon früher geboten war. Doch sein Name bleibt immer auch eine Verpflichtung gegenüber seiner Familie und einer Institution, die den Briten seit über 1000 Jahren lieb und teuer ist. Das Recht auf Selbstverwirklichung kann man auch im Einklang mit seiner Herkunft leben. Prinz Friso hatte sich mit dem Platz auf der Reservebank auch nicht zufrieden geben wollen. Aber er wäre da gewesen, im Fall der Fälle. Man sagt nicht umsonst, dass Royals blaues Blut haben. Es fließt durch ihre Adern und das kann man nicht ändern. Sie tragen also immer auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Monarchie, der Krone und der königlichen Familie. Das Leben am Hofe kann eine Bürde sein. Für Märtha Luise war der Ausstieg eine Befreiung. Und doch trägt sie bei zum Glanz der Krone Norwegens und der Popularität des Königshauses.